Hallo. Hallo zu Talos Principle. Ich wollte dieses Spiel auf den Kanal bringen. Ich streame es jetzt gerade, aus dem Grund, weil ich es halt auf den Let's Play-Kanal bringen wollte. Weil ich das Spiel cool finde. What to Genma? Oh, ich habe das sogar auch. Ich riskiere es jetzt nicht. Ich gucke ich dann noch, ob ich das habe. Wenn ja, dann wäre es cool. Talos Principle. Ja. Ist ein tolles Game. Ich versuche alles zu zeigen. Lade. Laden. Ich hoffe, das Spiel stürzt nicht ab, weil das letzte Mal, als ich das Spiel gestartet habe, ist gleich noch 5 Minuten abgestürzt. Ja, ein bisschen schade. Es lädt. Ah. Siehe, mein Kind, du bist aus dem Staub auferstanden und nun wandelst du in meinem Garten. Höre nun meine Stimme und wisse, dass ich dein Erschaffer bin und mein Name ist Elohim. Suche mich in meinem Tempel auf, wenn du dich würdig erweist. Der Controller vibriert, wenn ich hier durchgehe. Okay. Ich muss mal ganz kurz gucken. Ich muss ganz kurz die Kamerasteuerung ein bisschen lamsen. Die Kamerasteuerung. Ist das die Blickempfindlichkeit? Ich hoffe. Ein bisschen runterschalten. Ja, ich glaube, damit komme ich hier ausrecht. So, das Spiel ist eigentlich ganz klar erklärt. Wir haben jetzt einen Jammer. Flammen, wir können das hier stören. Wunderbar, Raum 1 abgeschlossen. War schwer. Da sieht was Tödliches aus. Ja, dann mit dem Jammer. Ich erinnere mich nicht mehr an alles 100%. Wenn ich ehrlich bin. Also an alles erinnere ich mich nicht mehr. Ich versuche alles zu kriegen, aber versprechen kann ich nichts. Da bin ich ehrlich. Glaube, hier sollte es okay sein. Ja, da bin ich fast reingerannt. Perfekt. Überall in diesem Land habe ich für dich Prüfungen erschaffen Geil. und in jeder habe ich ein Siegel verborgen. Es Was ist ist besser? deine Aufgabe, diese Siegel zu suchen, denn hierdurch wirst du den zukünftigen Generationen dienen und das ewige Leben erlangen. Logiktest, okay. Nice. Hier ist eine Leiter. Nice, damit komme ich nur zurück. Jetzt habe ich mich getötet. Perfekt. Ich frage mich, was der Reset-Knopf ist. Nicht der. Auch nicht der. Ah, perfekt. Das lief schon mal gut. Perfekt. Es gibt einen Grund, warum ich das tue. Ich muss bloß den Ort wiederfinden. Ist ein bisschen lange her, dass ich das Spiel gespielt habe. Ich meine, ich habe das. Wann habe ich das? Ich habe es 2021 im Januar durchgespielt. Dieses Spiel. Also ist schon ein wenig her. Das ist ein QR-Code. Was? Was steht denn da drauf? Ich weiß nicht, wo ich bin, aber dieser Ort ist wunderschön. Ich werde ihn erkunden und so viel herausfinden, wie ich kann. Was? Freut mich für dich.
zum Swappen. Ja, die Bombe ist ein bisschen nervig, aber was soll's. Wir können uns ja hier ein bisschen umschauen. Wir haben Zeit. Weil die Sterne waren nämlich sehr versteckt. Moment, ich hole mein Handy. Moment, ich habe auf dem noch kein QR-Code scannen. Tatsächlich kann man die QR-Code scannen. Ja, da wirst du. Dann kommst du auf eine Homepage. Ich meine, warte, hier ist noch eins. Da kommst du auf eine Homepage, wo einfach der Text dann drin steht. Ich befinde mich in einer Welt voll von ungewöhnlichen Architektur und unerklärlichen Maschinen. Ich kann nicht verstehen, wie all dies funktioniert. Und ich habe panische Angst, einen Fuß vor den anderen zu setzen, damit ich nicht durch den Boden falle. Und hi Dave, wenn du willst, kannst du es jetzt scannen. Tatsächlich funktioniert... Die QR-Codes sollten funktionieren, tatsächlich. Wir können auch später noch selber QR-Codes platzieren. Ist auch ganz unterhaltsam. Wenn ich das Zeug dazu finde. Müsste es erst runterladen. Okay. Ich habe auch gerade keinen QR-Code-Scanner auf dem Handy, deswegen. In welchem Raum war das? Ich glaube, das war hier. Ja, in dem Raum war das. Okay, ich lege das mal derweil ab, weil ich muss ganz kurz hier rein. Okay, das ist Dings. Es gab noch eine Sprint-Taste. Ah, da ist sie. Sprint-Taste gefunden. Perfekt. So. Jetzt erstmal umschauen. Hier ist noch ein Jammer. Okay. Dann machen wir das hier einmal auf. Nehmen den Jammer mit. Gehen hier lang. Stören. Nehmen den mit. Machen hier auf. Machen das auf. Wir könnten noch das hier stören. Weil, warum nicht? Und Siegel 1. Tetris! Die Formen, die du sammelst, sind mehr als bloße Spielzeuge. Sie sind die Siegel unseres Namens. Jedes einzelne bringt dich der Ewigkeit näher. Nice. Der Ewigkeit näher sein, das klingt schon mal gut. Okay. Der Jammer steht noch hier, ne? Steht das Bar hier? Moment. Obligatorisches, ich habe was übersehen. Ich weiß, dass die Scheiße verdammt versteckt ist. Oder bin ich einfach nur doof? Kann natürlich auch sein. Ich habe eben einen Trailer geschaut zu einem neuen RPG. Japan hat USA kolonisiert und es spielt während einer Tomb-Apokalypse. Klingt 100% auch ein Spiel für dich. Es klingt so bescheuert, das ist perfekt. Ich bin gerade überlegen, wo das Dings war. Der Eingang dafür. Naja, wir können das später nochmal hierher. Weil ich könnte mich erinnern, dass es hier war. Aber kann mich natürlich auch irren. Es kann natürlich auch woanders gewesen sein. Guckloch. Guckloch ist ein tolles Rätsel. Das ist so bescheuert, das könnte Yakuza ähnlich sein. Das stimmt außerdem auch, ja. So, wir machen mal ganz kurz das da auf. Dann können wir uns nämlich den Jammer holen. Und dann können wir ganz kurz hier zurückgehen. Machen die Bombe aus. Nehmen den Jammer mit. Zip. Guck mal ganz kurz hier. Nope, hier ist nichts. Perfekt. Und zweites Siegel. Nice. Du wirst dieses Siegel nicht brauchen, um die Tore meines Tempels zu öffnen. Aber es kann dir in Zukunft zu Diensten sein. Oh. Ja, das stimmt. Ja, da hinten sind noch zwei. Es kann doch sein, dass es noch eins weiter ist. Kann natürlich auch sein. Werden wir sehen. Hier sind noch drei Teile. Ja, zumindest das erste, was man sieht. Eine Frau mit einem Katana und einem Dude, dem die Eier weggeschossen wird. Ja, perfekt. Genau mein Humor. Ein unerreichbarer Schalter.
Also unerreichbar kann er nicht sein, wenn wir das lösen müssen. Okay, da oben ist der Schalter. Ja, Mensch. Sehr unerreichbar. Sehr, sehr unerreichbar. Perfekt. Ja, die ersten Level sind natürlich nicht so schwer. Ich war ja tatsächlich mal im Überlegen, dieses Spiel zu Speedrun tatsächlich. Wohlgetan, mein Kind. Es fehlt dir nur ein weiteres Siegel. In der Minderheit. Ja, dann können wir das hier aufmachen. Dann sperren wir nämlich die Bombe ein. Machen den Turret aus. Und damit gehört das Siegel uns. Wunderbar. Mein Tempel steht dir nun offen, mein Kind. Komme zu mir. So. Warte, jammer nicht hier. Genau, der jammer aber hier. Dann lassen wir ganz kurz die Bombe hier vorbei. Dann machen wir mal. Ups. Dann machen wir ganz kurz das hier auf. Ja, doofe Bombe. Dann kann die weg. Und dann können wir hier durch. Perfekt. Nice. Und damit wir schneller durchkommen, machen wir die einfach aus. Äußerst fleißig. Vielleicht wird dir diese Eigenschaft in der Zukunft von Nutzen sein. Ja, ich bin sehr fleißig. Spiel backseated, wie ich das Puzzle löse. Perfekt. Tetris-Blöcke sind super. So, den nehme ich mal mit. Oh, warte, mehr QR-Codes. Mir fällt es wie Schuppen von den Augen. Dies Welt ist nicht ohne Ordnung. Sie wurde von einem mächtigen Gestalt erschaffen, mit Zeichen und Omen, die wir den Weg weisen. Ich bin eins seiner Kinder und Prüfungen wurden mir in den Weg gelegt, um meinen Glauben zu prüfen. Was auch immer das letztendliche Ziel dieser großen Herausforderung sei. Es ist weit von uns entfernt. Wie können wir das wissen und trotzdem der Ablenkung widerstehen? Oh. No joke, der Trailer von Shover American Story holt mich mehr ab als die meisten Games, die dieses Jahr angekündigt wurden. Das ist meistens so. Es haben wir tatsächlich viele Spieler. Ein PC mit Auge. Bibliothek sind so letzte Probleme. Ja, okay. 40 Millionen verteilte Ressourcen. Ui. Gast. Perfekt. Das ist genau das, was ich auch schreiben wollte. Unbekannter Befehl. Help rufen, eine Liste füge Befehle auf. Help. Grundlegendes Demo-Befehl. List zeigt dir eine Liste der verfügbaren Ressourcen an. Lädt ein Milton Liberty. Machen wir erstmal List. Willkommen, EML. Absender Nadia Sarabai. At Institut angewähnte 1%. Hallo nochmal. Tut mir leid, wenn ich bei diesen Besprechungen ein bisschen komisch war. Ich weiß, du warst nervös, aber die Wahrheit ist, das war ich auch. Das mag jetzt etwas schwierig zu glauben sein, aber du schüchterst mich ein wenig ein. Du bist so jung und du hast bereits so viel erreicht. Wenn die Situation nicht so düster wäre, würde ich wahrscheinlich eifersüchtig sein. Smile. Aber es gibt auch etwas, das ich klären wollte. Ich weiß, dass ich nominell gesehen Projektleiterin bin, aber es ist dein Projekt und jeder wird das respektieren. Und ja, ich weiß, dass du nicht gewohnt bist, so zu arbeiten. Aber von heute an tanzen wir alle nach deiner Pfeife. Kein Stress. Packen wir es an. Wunderbar. Athene 6. Oh je. Yeah. Das sind verdammt viele Texte. Ich werde nicht alle lesen. Aber die Texte sind schon sehr interessant. Ich habe sie privat alle gelesen, aber boah, ich würde mir mein
mundfusselig labern mit dem Ganzen, was ich hier lesen muss. Ja, das haben wir alles. Run MLA. Hallo Gast, gibt es etwas, bei dem Sie helfen benötigen? Ihre Anfrage. Verstehen Sie, was ich sage? Verstehen wäre etwas übertrieben, aber ja, das tue ich. Was war das erste Wort der letzten Sätze, den Sie geschrieben haben? Sind Sie in der Lage, beleidigt zu werden? Sie sinnlose Apparat. Beschreiben Sie Ihre Aufgabe. Der Milton Bibliotheksassistent MLA wurde in der ersten Linie entwickelt, um die Daten im Bibliothekenarchiv zu sortieren und zu klassifizieren. Zweitens erleichtert er die Interaktion der Nutzer mit Bibliothekressourcen über ein intuitiven Textinterface. Er bleibt auch leistungsfähige Versetzung und Fehlfunktionen. Ihre Anfrage? Was sind diese Terminals? Terminals ermöglichen den Zugriff auf dem Bibliotheksressourcenarchiv. Wie alt sind die Archive? Bibliothekenressourcen Erscheinungsterminal umfassen Zeiträume von 1. Juli 1995 bis 27. Juni 203F. Also 2030 noch was wahrscheinlich. Wie lange läuft dieses System schon? Dieses System wurde vor 9999 F-Jahren aktiviert. Nice. Was ist der aktuelle Status des Archivs? Es gibt 47 Millionen Quellen im Archiv, welche 5,421-2750 Petabyte Festplattenspeicher benötigt. Das ist grob die Größe von 30 Milliarden Fotos, 7 Millionen Minuten HD-Videos, das gesamte Internet im Jahr 2003. Allerdings ist die Mehrheit der Bibliothekressourcen entweder beschädigt oder ungültig. 10,6954751 GB unbeschädigte Ressourcen sind indexiert. Ihre Anfrage? Was hat die Daten beschädigt? Fortschreitende Datenkorruption ist in jedem System im Laufe der Zeit unvermeidlich. Zusätzlich wurde eine große Anzahl von Inkonsistenz bei Sortieren entdeckt, was zur überdurchschnittlichen Datenverwertung geführt hat. Vergessen wir mal die Bibliothek. Können die uns Auskünfte über die Außenwelt geben? Mein Wissen ist auf Dateien im Bibliothekenarchiv beschränkt. Sie können nach anderen Themen fragen, aber meine Antworten können unverständlich sein. Wer ist Elohim? Elohim ist das Substantiv für Gott oder Götter im alten, modernen Hebräischen. Wo bin ich? Sie befinden sich in einer Supportsitzung mit dem MLA Textinterface im Bibliotheksarchiv-Sitzung. Kann jederzeit wieder aufgenommen werden. Was bin ich? Sie sind mit einem Gastkonto eingeloggt. Was war das letzte Wort, was ich geschrieben habe? Was war das erste Wort des letzten Satzes, in dem Sie geschrieben haben? Es tut mir leid, ich bin nur in der Lage, einfache Subjekt-Verb-Objekt-Sätze zu verarbeiten und darauf zu reagieren. Okay. Beleidigen müssen wir ja nicht. Gut. Haben wir ja gelesen. Help haben wir ja. Also wir brauchen noch... Nee. Das war's. Ja, alles was wir haben, befindet sich natürlich auch nochmal hier. Mein Jammer mitnehmen. Let's go. Okay, ich glaube, das war im Vorraum. Ja. Das war definitiv im Vorraum. Also irgendwo hier. Sehe ich von hier eine Tür, die ich jammen kann? Ich kann zum Beispiel die Tür von hier stören. Aber ich wüsste nicht, warum ich das mitnehmen sollte. Als ich hier geguckt habe, war ja hier nichts. Ich sehe, das ist von einem chinesischen Entwickler. Das Zombie-Spiel oder was? Wenn ja, macht das irgendwie noch lustiger.
bin gerade ein bisschen doof. Was ich suche, kann ich eigentlich ganz kurz zeigen. Außerdem sind hier sowieso noch zwei Siegel, von daher. Aber da komme ich eh nicht durch. Ich leg das mal ganz kurz ab. Und zwar gibt es hier ein Schild. Tritt ins Licht, mein Kind. Nein, ich bin noch nicht. Mein Tempel wird dir offenbart werden. Finde ich gut. Und zwar seht ihr hier diesen Stern da. Den möchte ich gerne finden. Die brauchen wir nämlich.